So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker. Viel Spaß beim Video. Mit Fußballmanager 2020. Das erste Saisonspiel liegt hinter uns. Das war ein 1-1 gegen Waldhof Mannheim. Ja, das Ziel, was wir vom Vorstand bekommen haben, sieht man das hier? Ja, Versprechen? Nee, das ist was anderes. Das ist, ja, dass wir innerhalb der oberen Plätze, dass wir die oberen Plätze erreichen. Ja, wir haben uns Manfred Osei Quando gekauft. Und jetzt simulieren wir mal weiter. Das Spiel gegen Bayern München 2 steht jetzt bald an. Das sind hier die bisherigen Verkäufe und Käufe. Braunschweig steht mit 14 Käufen mit ganz vorne. Davon sind ja einige von mir. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4, das sind von mir, glaube ich. Verkäufe habe ich aber auch welche. Und zwar unter anderem den teuersten Verkauf. Danach kommt ein Verkauf von Magdeburg, dann kommt ein Verkauf von Magdeburg und dann kommt wieder Braunschweig-Verkauf. Also, na gut, den haben wir gekauft, den Osei. Aber wollen wir auch nochmal in der Bundesliga gucken? Das finde ich immer ganz spannend. Stambouli ist zu Monaco gegangen, Drexler ist zu Schalke gekommen, Schmelzer ist zu Brighton gegangen und Kunde ist zu Gladbach gegangen. Interessant. Ist da noch was passiert? Nee, das sind alles die schon vorher war. Ist auch alles das, was vorher schon war. Das kann man mal ganz gut am Datum sehen. Wie gesagt, da ist Schmelzer. Ja. Zweite Liga gucke ich noch. Da gibt es ja auch Vereine, die mich interessieren. Der teuerste überhaupt ist übrigens Arturo Vidal zu City. Ja, seht ihr hier, was noch so alles ist? Nichts sonderlich Interessantes. Jetzt habe ich Zweite Liga nicht geguckt. Ich stelle es mir extra an. Da ist Katterbach zu Stuttgart, Dorsch zu Wolfsburg, Markgreiter zu Wolfsburg und Valentini zu Schalke. 5 Wochen noch. Ja, jetzt wollten wir ja Posteingang. Haben wir die Taktik etwas angepasst. Das, ja, habe ich gedrückt. Fesic kritisieren. Das kommt nämlich gut an. Soll ich Ziegele mal loben? Ziegele darf ich nicht mehr. Ich glaube, das war schon beim letzten Mal das Problem. Verfügbare Spieler. Ist scheißegal. Ist scheißegal, spielen wir einen Tag später. So. Gehen wir mal zur Aufstellung. Lass uns die Aufstellung Empfehlung geben. Und da ist interessant, also ich finde das wirklich interessant, dass Kobylanski schon wieder spielt. Dann lassen wir ihn aber, wenn er sagt, es geht. Und ich möchte Kessel nicht in der Innenverteidigung haben. Er kommt. Ziegele darf spielen. Und hier, niemand kommt für Gordon auf die Bank. So, das ist also unsere Aufstellung. Ich glaube, wir sind ein bisschen höher, yep. Gehen aggressiv drauf. Das kann natürlich dann die gelben Karten zur Folge haben. Das ist mir egal. Das ist die Aufstellung. Dann gehen wir zum Spiel gegen Bayern Münchens Zweite. Ja, Kobylanski fehlt es an Spielpraxis. Die soll er sich jetzt holen. Gut.
Das ist die Bayern-Aufstellung. Da kennt man natürlich einige. Fiete Arp, Croissant, Singh. Den haben sie noch auf der Bank. Neuenberger kenne ich zumindest. So. Leidenschaftlich. Zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Ich hab Vertrauen. Ich hab Vertrauen. Ich hab Vertrauen. So. So, dann ab dafür. Ich glaube, wir spielen im Braunschweig. Ja, wir spielen im Braunschweig-Stadion an der Hamburger Straße. Also im Eintracht-Stadion. Sorry. So, Singh zu Kühn. Der ganz zurück in die Verteidigung. So, dann wollen wir mal gucken. In den ersten 5 Minuten passiert nichts. Das ist schon mal positiv. Ich stelle jetzt hier noch mal ein. Wiederholung. Und Kiewski geht über links, legt zurück auf Biancardi. Der zurück zu Fürstner, Nehring auf Kammerbauer, der über rechts kommt, legt auf Bär ab, der muss ihn nur in die Mitte legen auf Putaro, Putaro sage ich schon, auf Poirier, flankt ihn und dann der Kopfball von Biancardi auf den Torwart. Schade. Konzentrationsmänner. Singen mit dem Freistoß. Ein-Mann-Mauer. Und Nering. Croissants. Oh, Glück gehabt. Der Zuruf war schon da. Okay. Bisschen mehr nach vorne. Kontrollierte Offensive möchte ich haben. So, Croissants mit dem Freistoß, aber daneben. So, 30 Minuten sind jetzt um. Es passiert nicht viel im Spiel. So, Kobylanski mit der Flanke. Niedermeier. Aber knapp daneben. Der Kopfball war gar nicht schlecht. Jetzt wieder Braunschweig mit Bär und Kammerbauer. Der zurück auf Nehring. Bär nach hinten zu Fürstner. Der in die Spitze. Schönes Zusammenspiel da vorne von der Eintracht. Biancardi auf Bär, der aber mit seinem Kopfball scheitert. In der Live-Tabelle sind wir auf Platz 10. Bayern Münchens Zweite ist auf Platz 5. So, gehen wir in die Kabine. Ich bin unzufrieden mit eurer. Ich glaube, ihr könnt mehr. Ich glaube, ihr könnt mehr. Du kannst den Unterschied machen. Da Kobylanski ist der erste Spieler, der gehen wird. Ich vermute so in der 55. bis 60. Minute. Das sehen wir dann aber noch. Oh, Jong mit dem Foul an Bär. Freistoß. Kubilanski, aber der wird nicht mal mehr gezeigt. Kiewski mit dem Einwurf auf Fürstner, der zurück zu Kiewski. Sicherer Spielaufbau von hinten. Kurzpassspiel. Nering mit den beiden Ball nach vorne auf Poirier. Kobylanski kann sich durchsetzen. Wie weit schafft er es?
bis an den Strafraum, schießt von da aus aber knapp am Tor vorbei. Schade, das hätte ein Tor verdient gehabt. Zuruf, ein bisschen mehr nach vorne drücken. Frustriert. Mensches, Männers. So, jetzt gucken wir schon mal. Das wäre natürlich ideal hier für unseren. Das werden wir auch machen. Aber erst so in der. Hä? Lass doch kommen, jetzt. Mache ich noch was? Ja, ich bringe den Niermann für den Zigele. Und ich will mehr. Konzentriert. Bayern ist schlagbar. Ah. Angelo Meyer kommt für die Bayern. Jetzt sind wir schon wieder auf den 12. zurückgefallen. Richtel mit dem Abstoß. Auf Kühn. Braunschweig macht sich zum Wechseln bereit. Biancardi geht raus für Feigenspahn. Kühn über die rechte Seite. Biancardi versucht ihn wegzugrätschen, schafft es aber nicht. Kiewski klärt. Jetzt wieder Biancardi auf Förstner. Biancardi. Förstner. In der Mitte steht Nerik frei. Entschuldigung, da musste ich gehen. Poirier. Oh, Poirier knapp am Tor vorbei. Ich finde, mittlerweile wäre die Führung mehr als verdient. Nee, wir haben keinen Wechsel mehr. Schade. So, weil es so verdient ist, mehr fordern. Und offensiv. Offsei Quando. Sag mir Quando. So, Kammerbauer. Feigenspahn aber geklärt. Aber nicht gut. Kiewski hat den Ball. Legt ihn zurück auf Förstner. Der wieder auf Kiewski, der wieder auf Förstner, der wieder auf Kiewski, der wieder auf Förstner. Nein, das wird nicht mehr gezeigt, aber es war bestimmt so. Ah. Wer mit der Balleroberung? Förster mit dem langen Ball nach vorne auf Poirier. Und Spitzenwinkel kriegt er keinen Druck mehr hinter dem Ball. Ob noch was in der Nachspielzeit geht, ich sage sehr offensiv. Die sollen alles nach vorne schmeißen. Aber Bayern hat wohl die letzte Chance mit Meier, Abt, Jong, der in den Strafraum eindringt, aber schlecht. Ja, nur ein 0:0 gegen Bayern Münchens zweite Mannschaft. Bestimmt, ihr wart heute nicht gut. Der Rest soll der Co-Trainer machen. Nur 12. Zwei Unentschieden. Läuft noch nicht. Wir nehmen natürlich an der Pressekonferenz teil. Der Neuzugang gab heute sein Debüt, allerdings als Joker. Äh,
Ich werde zum jetzigen Zeitpunkt keine zukünftigen Mannschaftsaufstellungen diskutieren. So einfach ist das. Rückhaltende Pressekonferenz, meinetwegen. Es tut mir leid. Aber nach dem zweiten Spieltag sind nur zwei Mannschaften überhaupt ohne Punkt. Das sind Chemnitz und Meppen. Braunschweig feiert Kantersieg über Chemnitz. Jari Otto mit drei Toren, Ademi mit einem Tor und Gordon mit einem Tor. Ja, gut. Wir haben auch mit einer Mannschaft gespielt, die erste Mannschaft ist. Posteingang, Training. Machen wir so. Gehen weiter. Posteingang. Was gibt's? Scouting-Meeting. Pascal Schorsch. Ich weiß doch gar nichts über den. Sollen Sie mir mal einen Scouting-Bericht machen? Wenn das da ist, dann können sehen wir mal weiter. Schnelling ist angesetzt. Schnelligkeit ist angesetzt. Er sollte in die zweite Mannschaft, das soll er gehen. Thomas, nein. Schön, dass er interessiert ist. Ich nicht. So, gehen wir weiter. Schreiten wir voran. Wieder mit zwei Transfers. Ich sehe schon, Chemnitz möchte ausleihen. Ich würde aber gerne. Letztendlich werde ich ihn ausleihen. Es ist doch, wie es ist. Es ist, wie es ist. Der wird sowieso ausgeliehen. Das nächste Spiel ist, wie gesagt, gegen den Scouting. Dominik Schad. Setz mal fort. Yil. Setz mal fort. Jetzt ist es hier gerade wichtig, von wegen. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist es wichtig, für eins vertragslose Spieler zu bekommen. Weil kein Geld da. Den hier habe ich noch nicht kritisiert. Das ist doch okay. Amade möchte ich nicht loben. Da bin ich knallhart. Da speichert das Spiel. Ich würde auch mal sagen, auch wenn es jetzt heute ein kürzerer Part war. War es das an dieser Stelle? Posteingang gucken wir natürlich nochmal nach. Nochmal von vorne. Das ist zwar jetzt ein kürzerer Part. Aber ich glaube, es reicht.
Deswegen nehme ich es an dieser Stelle, ist an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir den Fußballmanager 2020 spielen. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao, euer Mocha.